Was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Wir spielen heute den Deer Simulator. Ich habe 10 Minuten im Charakterdesigner verbracht, um mir einen tatsächlich ziemlich coolen Charakter zu machen, der dann in der Sequenz überfahren wurde und ich wurde als Hirsch wiedergeboren. Das ist scheinbar der Humor des Spiels. Wir sind nämlich ein Hirsch und müssen, ich weiß gar nicht, terroristische Anschläge verüben. Ich habe keine Ahnung. Wir stecken hier mitten im Tutorial. Wir haben gerade gelernt, dass ich so rennen kann. Springen kann. Ja, ich bin nämlich ein Superhirsch und ich kann meinen Hals strecken. Moment, Q gedrückt halten. Und dann? Ich halte Q. Du bist ein Hirsch. Was ist da passiert? Warum? Warum? Moment, kann ich das nochmal machen? Wait, what? Okay, nehmt das Spiel nicht so ernst. Wir müssen hier auf jeden Fall Dinge machen und wir müssen auf jeden Fall so viel kaputt machen, wie es geht. Und das können wir auch mit Linksklick und deswegen können wir hier auch die Leute verprügeln. Bam, bam, bam. Oh, ich kann denen auch Hallo sagen. Moment. Ich kann mit denen sprechen? Warum kann ich mit denen sprechen? Ich habe Hallo gesagt. Verhirschlichen. Er hat ein Geweih auf dem Kopf. Oh. Baue ich mir jetzt hier meine eigene... Okay, die laufen mir alle nach, oder was? Haben die den Naruto-One gemacht? Okay, wir werden also als Hirsch jetzt hier loslegen und Dinge zerstören, denn wir müssen Terror, Angst und Verderben hier. Komm her, ich mach dich kaputt. Oh, warte mal, kann ich da einsteigen? Ich kann da... Oh, what? Das ist doch dumm. Wir brauchen auf jeden Fall ein neues Gefährt. Wir schnappen uns das kleine... Oh Gott! Ist das schnell? Okay. Okay, was können wir hier machen? Fahren. Alles klar. Boah, ist das schnell. Hier ist ein Pferd. Ich will in das Pferd. Ich will auf das Pferd. In das Pferd war... In das Pferd nicht. Wir wollen auf das Pferd. Moment. Wir können halt wirklich reiten. Okay, wir können reiten. Können wir irgendwas anderes machen? Wir können wirren. Wir können... Was zum Teufel? Warum? Können wir... Warte mal. Wenn ich gegen so ein Auto laufe... Fliegt da ein Elefant? Warum fliegt da ein Elefant? Yo, Dumbo, was geht ab? So, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt kaputt machen müssen und wie wir es kaputt machen müssen, aber wir haben oben rechts ein Disaster-Level. Und das ist gerade hochgesprungen. Was ist jetzt los? Polizei? Okay. Okay, das Schaf-Squad. Polizeistufe Level 1 ist hinter mir, ja? Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr. Wir brauchen... Oh Gott, da sind sie schon. I'm out. Wir müssen, glaube ich, fliehen. Ich weiß gar nicht. Können wir die... Vielleicht können wir sie auch kaputt machen. Bam! Oha! Oha! Was mache ich mit ihm? Ich habe ihn einfach mitgezogen. Okay. Was ist das? Nein, das ist eine Waffe. Ausrüsten. Was zum Teufel spiele ich hier? Ich habe zwei Desert Eagle einfach als Geweih. Hier sind so viele. Oha, wie viele sind hier? Es sind richtig viele Schafe hier hinter mir her, oder? Weg mit euch! Okay, du hast die Polizei besiegt. Easy going. Wir können auf jeden Fall weiter Terror hier stiften. Stiften? Ist das richtig? Egal, wir schießen alles kaputt. Wir haben immerhin Desert Eagle Geweih. Was ist das? Eine Granate. Können wir das mitnehmen? Ich habe eine Granate als Kopf. Oh, Junge! Junge! Was habe ich getan? Okay, wir müssen auf jeden Fall... Warte mal. Warte, das könnte ein Freund werden. Die gehen alle hoch. Ah, wir können die Waffen kombinieren. Warte mal, wenn wir die alle Okay, können wir auch zwei nehmen? Moment. Okay. Alles klar. Wir brauchen mehr Waffen. Ich wurde überfahren. Terror. Es ist einfach nur Terror hier. Wir brauchen mehr Waffen. Der da hat richtig viel Leben. Ach ne, das ist die... Weiß ich gar nicht. Ist er das? Ja, er ist das. Er hat richtig viel Leben. Okay. Richtige Polizeiwagen kommen jetzt. Okay, das eskaliert hier ziemlich übel. Es ist einfach ein Eisbärauto. Junge, warum ist es ein Eisbärauto? Okay. Und Schafe. Wir haben auch wieder Schafe am Start. Okay, wir kämpfen gegen die Schafe. Weg mit euch. Bam. Aber wo ist das Polizeiauto? Noch mehr Schafe. Noch mehr Schafe. Und das Eisbärauto. Oh Gott, der ist riesig. Oh Gott, das sind voll viele. Okay, was passiert hier und warum passiert es hier? Ich habe keine Ahnung.
Aber wir haben die Polizei wieder besiegt. Junge, noch mehr Granaten. Wir müssen auf jeden Fall, wir müssen unsere Armee vergrößern. Wir müssen mehr Leute verhirschlichen. Komm mal mit. Ihr seid jetzt alles meine Diener. Oh Gott, da hinten fliegt ein Riesenfisch. Okay, was können wir hier noch machen? Hier ist noch einer. Den nehmen wir alle mit. Komm her. Verhirschlichen. Ups, Entschuldigung. Ich muss die angucken. Verhirschlichen. Perfekt. Ab geht's. Weiter geht's. Und wir haben das Desaster Level C. Wir eskalieren hier einfach weiter rein. Gott, dieses Spiel. Das Spiel ist so wild, wirklich. Was ist überhaupt der Sinn des Spiels? Ich hab's nicht verstanden und es kommt einfach. Warum spielen wir jetzt gegen den Hasen? Ich verstehe es nicht. Klärt mich doch bitte jemand mal in den Kommentaren auf. Das sind Sniper. Moment. Wir müssen laufen, in Bewegung bleiben. Oh Gott. Okay, warte mal. Bam. Und die Kanickel sind aber schon hartnäckig. Oh, wir haben Leben verloren. Okay, kaputt. Die Schafe auch wegmachen und die Eisbären. Oh Junge, ich kann fliegen. Okay, die Eskalation ist real. Ich will das haben. Jetzt haben wir irgendwelche Laser auf dem Kopf. Zwei. Okay. Okay, wir brauchen mehr Waffen. Wir müssen auf jeden Fall mehr Waffen sammeln. Und ich habe keine Ahnung. Hier passieren einfach Dinge. Hier sind Kühe. Oha, die haben aber viel Leben. Ich habe keine Ahnung, wer dieses Spiel entwickelt hat und warum er das entwickelt hat. Aber irgendwie ist es voll crazy. Oh, was ist das? Eine neue Waffe? Nehmen wir mit. Okay, wir haben ein neues Polizeilevel. Was kommt jetzt? Es kommt aus dem. Es ist ein fliegender Hund. Es ist einfach ein fliegender Hund. Warum? Warum? Was spiele ich hier? Was gucke ich mir hier an? Oh, wir können Gebäude zerstören? Alles klar. Gar kein Problem. Wir nehmen einfach das ganze Viertel auseinander. Überhaupt kein Problem. Oh, warte, da war was zum Ausrüsten. Irgendwo. Okay, was muss ich tun? Wo ist der Hund? Hier vorne ist der Hund. Können wir darüber? Ich hoffe, wir können schwimmen. Ich meine, in dem Spiel geht alles, glaube ich, oder? Okay. Oh, was? Der ist riesig! Der ist einfach riesig, der Hund. Okay, wir gucken mal. Endboss-Fight. Was zum Teufel? Moment, die sind alle riesengroß. Okay. Was passiert hier? Es ist ein riesen Transformer-Doggo. Was passiert hier und warum passiert das alles? Okay, ich bin gespannt. Bossfight. Geben wir ihm. Oh, was? Okay. Wir haben ihm nicht so viel Schaden gemacht. Wo müssen wir denn treffen, um ihm Schaden zu machen? Wir schießen einfach auf die Füße. Oh, wir können die Schafe kaputt machen. Easy. Easy. Die gehen relativ zügig kaputt. Oh ja, wir haben ja auch noch unsere ganze Armee, die ist jetzt angekommen. Das heißt, wir laufen einfach durch ihn durch. Und können wir ihn dann geben? Ich glaube, wir müssen den Hund treffen. Ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht müssen wir auch auf ihn draufspringen? Es ist mir nicht ersichtlich. Ich war so gut im Kampf und dann kommt einfach ein Fisch und frisst mich.